And off the server, there's of course some respect, but on the server, doesn't matter who we face, you know, there is no respect on the server, you know. We are big, we, you know, we play how we want, and doesn't matter who we face, you know, we will play our game. Zum vierten Big Block hier von der ESL Pro League Season 19 auf Malta. Mein Name ist Max bzw. Charlie und wir spielen jetzt gleich im Anschluss direkt gegen Perra um 13.30 Uhr. Es wird generell wahrscheinlich ein richtiger Ackertag, typisch für die ESL Pro League, denn wir spielen erst gegen Perra, wie gesagt. Die sollten schon eigentlich schlagbar sein und dann spielen wir unser Qualifikationsspiel direkt am gleichen Tag abends dann gegen entweder Heroic oder gegen FlyQuest und das wird dann sehr, sehr anstrengend, denn ich, also in meinem Mindset und wahrscheinlich ihr da draußen als Big Fans kennt es wahrscheinlich auch schon, wir gewinnen gegen Perra, verlieren dann so knapp gegen Heroic, so gegen 0 Uhr oder so sind wir dann fertig. Am nächsten Tag wird es dann nämlich weitergehen im Last Chance Bracket. Da spielen wir dann um 13.30 Uhr, gewinnen das wahrscheinlich und dann steht es auch am Sonntag offen, gegen wen wir dann im Last Chance Final spielen werden. Aber vielleicht kommt es auch gar nicht so weit und wir knallen direkt Perra und Heroic oder FlyQuest weg und sind in den Playoffs. Mal schauen, ob es so einfach wird. Aber ja, wir werden sehen. Viel Spaß auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für den ganzen Support schon mal auf den Vlogs. Wenn euch die Vlogs gefallen, dann lasst unbedingt eine Bewertung auf diesem Video da und vielleicht ein Hashtag GoBig. Wird auch schon dem Channel sehr viel helfen. Vielen lieben Dank und viel Spaß. Some heat. Thank you. It's gonna be... Wie ist das? Ich spiele die 60er. Ich habe vorher mal TKL gespielt, aber ich finde die Switches viel geiler bei der. Ich fand die, ich finde mir die Red und Brown Switches, finde ich mir ein bisschen zu langsam. So beim, die brauchen immer ein bisschen mehr Widerstand als die anderen. Aber die ist halt schneller, weißt du? Ja. Like speed. My two cents. Das Veto, wir haben Ancient von ihnen erwartet. Sie haben aber Anubis gepickt. Unsere Map ist gleich geblieben mit Vertigo. Und dritte Map bekommen wir trotzdem Ancient. Das heißt, Prep war nicht umsonst. Oh, Niki Krause, Julian Sommer. Ja, wir schrauben uns Seite. Ich schraub mir. Ich hab die hergefunden. Ja. Is it because the, our enemy is already here, you mean? Yeah. Oh, wait, but they're not here. There is a player. Hey! Wieder raus. Wie gesagt, ich einfach geskippt. Katastrophe da drüben, Alter. Alter, wo soll ich hin? Da ist diese Schweife. Du hast noch ein bisschen, Webenschutz. Aber wenn der Tag kommt, Digga, kriegst du miese Bombe. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Du bist in den Arsch getreten, so ein bisschen auf. Hä? Joke. Ist okay. Deiner stinkt. Dein lappigen Scheiß. Deiner stinkt richtig, Alter. Den riech ich bis noch. Nein, das wird dir nicht gefilmt. Sag doch mal den Leuten, wie dein Sleeve stinkt. Der riecht super. Aber wo würdest du den neuen herbekommen? BigCran.shop. Ja, da gibt's die besten Sleeves, hab ich gehört. Oder? Kann sein. Der ist voll krasser Augenfarbe. Was hab ich? Krasser Augenfarbe. Nein. Warum? Alles klar, das ist weg. Kiss doch jetzt mal. Das ist mit der Augenfarbe. So helles Blau, aber schönes helles Blau. Ja, sieht ja nicht so schön aus. Die Leute sagen das, um dich abzuhärten. Ich weiß, ich bin schon steinhart. Ja, was wird hier wieder heimlich gefilmt? Zeig mal Augen. Verlieh? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, er ist auch noch auf der Suche nach einer Frau. Hey. Online-Dating, gerne Bewerbung an biglead@gmbh.de. Sagt, ihr habt Interesse, sagt, hey, wollen wir mal auf ein Date, gehen wir gerne spazieren, Eis essen. Das ist schon super. Super. Aber du musst das Eis bezahlen, David, ne? Nicht so wie gestern. Die zahlt beim ersten Mal. Und mein wunderbaren Coach, Rob B. Komm, die sagt nichts. Komm, Mann, geh jetzt. Was liebst du an Fatih so? Seine Persönlichkeit, Weisheit. Oh, da geht's lang. Alex verteilt die Klausuren. Was? Erst umdrehen, wenn die Zeit beginnt. Sorry. So. So.
so. So? Hast du das gerade so gemacht? Ja, aber ich könnte so machen. Nee, Mann. Ach, ey. Eine komische Banane, die passiert. Bro, die ist absolut broken. Twitter-Challenge. Ihr dürft nur fünfmal flamen pro Map. Fünfmal. Fünfmal pro Map ist schon okay. Dann kennt ihr die Big Games nicht. Also kein, also, ach nein, nicht schon wieder gegen Eko, das wäre ein Flame. Oder ach nein, Oberpeak, zweiter Flame. Atme mal. Twitter-Challenge, fünf Stück. Schreibt in den Kommentaren, wer es schafft. Eigentlich nicht. Nee. Denkt ihr, er hat es geschafft? Dort mach ich nicht. Ich schaff's immer. Hört nicht klar, dann sollte ich das. Heute ist der Playoffs-Day, okay? Klar haben wir danach noch eine Chance, aber ich schwöre, wir werden es heute schaffen. Okay? Wir werden heute gute Energie haben. Wir sind besser das Team, ganz klar. Wir sind bessere Spieler. Ja, wir haben genug dafür gearbeitet. Lass uns das holen, was uns zusteht, okay? Und uns steht Playoffs zu. Lass uns auf jeden Fall anknüpfen, was wir gestern gemacht haben. Wir haben daraus gelernt, sind instant besser geworden, Step by Step. Haben uns hingesetzt zusammen im Prachtraum, Sachen analysiert, gearbeitet. Das ist, was Champion-Winning-Teams ausmacht. Und wir wollen eins werden. Deswegen einfach Gas geben von vornherein, so wie Fatih sagt. Und niemals den Kopf hängen lassen, ich schwöre. Vielleicht wird es mal messy. Wir geben keinen Fick. Ich will Confidence in jedem von euren Augen sehen. Rund um die Uhr, immer und lächeln. Vor allem bei dir, weil du bist verhüpft. Okay? Sehr schön. Ja, go. Auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Eat. Oh, yeah, it's gonna find success. Really, really nice. Poirier on the other edge of the smoke, though. Gonna go unchecked. Good for one. Oh, my goodness, he gets three. And it's just gonna keep adding to the big downfall here, it looks like. Poirier up on the boost, looking for even more frags. Oh, it's close there. They've got to be careful now. Kia Cardal left a bit low. The USP gets it done. Noted process, big flank from him. Double stack coming through. And as Deagle misses that shot, that might just be it. They're going to bank off the pillar. And it will do the job. It's now 1v1 and a chance. It's process set about range of a MAC-10. He's got a kit, he's got a smoke, he's got to get on this. Has not got a lot of time. Surely he's got to expect to see. And here we are, 30 seconds as that bomb goes down. This is it for Big. Aaron, nice find from him. Looking good for Pera here. Big really just don't have any options. Feels like enough has been done here. 20 seconds, bomb spilled. That really puts a spanner in the works here for the T side. Crimbo, ooh, nearly doesn't make it across. JDC trying to capitalize. Crimbo left to clutch. They'll give him the space for the bomb plant here. He's going to fake it out. With only 10 seconds left, they move in slowly into the one versus one. He's closing the gap, looking for the kill. And he's going to get it, Crimbo. But we're still not done quite yet. JDC, who's looked so crisp, is again looking for these all-important headshots. Nearly all three. It's Lord to finish it. BB, though, will find the first. Does he get caught? Yes, he will. And the Sandmax player sticking around for the fight. Arceason looking for more, and he's getting mighty close. But it's actually Tabson who comes to clean up. Oh, hold on to one man. Deagle, what have you got for us? Anything? Nice. Aber noch eine Map. Ja. Lass mit der ähnlichen Intensität spielen. Ja, auf jeden Fall. Mit Gewinnen, aber auch einem relaxten. Vielleicht muss jeder noch eine Backpfeife von Faden nochmal bekommen, oder? Was kann? Die Hand von Gott. Hand Gottes. I think you guys should yell small next time. Can you do it for us? Because we will have a good laugh. Small. Yeah. That's the off small. Yeah, exactly. Yeah, yeah, but maybe it helps. Absolutely. Crimbo left all alone in another 1v3. In the donut as well, really difficult area to fight multiple people at once. So we'll see a reposition from him towards mid.
quick headshot on the first and maybe we're on. The big thing for me here as well now is the fact he's got no armor, right? So against three, it's easy to just sort of chip him down, spam away, but he is going to get the drop. I'm not ready for him at all, and he takes two. Oh, yes, sir. That's so crisp on the second, especially. Hard on the Glock. He gets the goose to Molly. Trying to secure the round. Doesn't happen for him. It's all down to Searson on the AWP. Half HP for both these players. Not really going to become a factor, but maybe if he whacks out the pistol. We'll see. Pushing through Temple. They're not expecting this at all. Sense of timing. Perfect. He was... There's a chance here. Doing Deagle, gonna try and make a move on the swing. JDC, nice find. He sticks around for more as well. Ring low and ammo, but he'll get at least the kill. And they haven't traded him yet. He wants it. Gonna be spotted. Molly pushes him away. It's the cave again. JDC, though, is looking really good over here. Müssen wir da spielen? Schön. Win, man! Let's go! Das hat Rische ja auch gesagt, aber das werde ich erstmal anfangen. Sieg celebrate. Das ist wichtig. Erstmal celebrate diesen geilen Ficker, weil du bist ein geiler Ficker. Schön. So, und danach? Wo ist Flo? Wo will sich verstecken vom Händchen? Win! Also, wir haben viele Unterzahl in dieser Situation gewonnen auf Händchen. Ja. Sehr gut. Viele von 3 4v5s win. Aber gut gewonnen. Mit der Double Kill, John Equalizer in der Heavy Backing Line, da wo sie reagieren wollten auf A. Aber erste Equip, wie gut war denn erste Equip? Amazing, Alex Runde. Ja. Achso, als. Weil wir doppelt gekillt waren. Er macht einen Farmers 3 Kills. Ja, er macht Farmers 3 Kills. Wir hatten nicht alle 100, oder? Die Bubbles war full tilt. Ja. Weil er sagt, weil der eine hat Mac 10 und jiggelt. Der bekommt Gesicht, die anderen drei so, shit, was ist jetzt passiert? Dann geht einer nochmal rein. Ja. Ja, dann geht der nächste rein. Und Bubbles so, why they're not trading? Ja, dann lass gehen. Wenn der Rauch von der Bombe größer ist als der Daumen, dann brauchst du nicht rennen. Wenn der kleiner ist, dann kannst du rennen. Kommt aus Fallout. Eine gute Serie auf Amazon. Playoff berth here would be a massive confidence spoon, you know, bringing JDC and Searson back into the team and, you know, feeling like they've assembled the best of Germany right now. I mean, Crimbo is hands down the best player from that country that's currently playing CS. He's been that shining light for the team. The issue has been kind of the pieces around him, but it does feel like we're slowly getting there. Spots him, and now he's under pressure. Sure, swings some garage, and there's just no room. He's actually managed to walk around. He might catch Nikodos slipping. But now it's just JDC. Take a fair fight. Round to the pressure's on. Crimbo in a powerful position. Gets a double up from him. Make it 3. Oh, Crimbo locks down ramp and steers into close. And the bomb dropped. Now they have to fight back to it. Tessus and Shirja locking it out. It started so good for Big. Tessus is low, remember, but he doesn't know where Nerds is. And Nerds, well, he lets him know. Weil alle von uns insane ist, jeder von euch macht 30 Harry Fraser, easy 30 Kills, insane Movie-Szenen. Es ist jetzt nichts anderes. Ich schwöre, wir von jedem einfach dieses chillige, kommende Farmersberg sehen. Und ob wir gewinnen oder verlieren, ist scheißegal.
gefährlich. Wir müssen ein bisschen mehr wild sein, okay? In den Inneis, nicht in außerhalb des Spiels, in den Inneis, okay? Ich will, dass deren Standardsachen uns nichts anhaben können, okay? Kein billige Moves, nichts. Wir sind ready, Alter. Yes, sir. Ich hab Bock, es heute Abend in die Playoffs zu schaffen. Und ich weiß, wir schaffen es noch. Aber dafür müssen wir ein bisschen noch wieder die Aggressivität und die Gesichter erhöhen, okay? Und das ist eine perfekte Map dafür. Weil wir haben es heute Mittag schon gemacht und wir können es easy wieder machen. Genau so, John. So the Molly can't go down. Searson realizes with the smoke falling, can't stand on top of the sand. Wow. Back to Fidos. Aware of him, but Searson wins out the fight. They got spammed together. Double mid is potent, but if they go around the corner, that's where it could be dicey. Great try, but you're never ready for JDC on the end. And the big are fighting forward. JDC, JDC, it's one shot from the. Okay, Thompson should lock this one in. There's no way they would turn around. Oh yeah, guaranteed. Free as you like. Good job, man. Nice. Yeah, sure. Kind of kids. Let's go. Zweiter. Just about getting away. Searson knows he's low. Smoke down. Searson runs around the corner. Can't find the kill, but he's chasing. Oh, Searson. For a moment, you feel like maybe he can double up. He's taking the space, and he's not done yet. Both these players are in the ramp. Scopes in, takes one, and then he can dive away, and that's exactly what he does. Flashbang forward, Molly on the position. Heroic needs a stick. The nerds. Nice! So, sick! Auf geht's! Geil! Die Maschine! These are two players you don't want to face. A powerful crossfire with the dual Berettas. Flashbang in the face. Well, this feels like a disaster waiting to happen. Grimbo, first one. JDC getting faded, and yep, disaster it is. An overlook so far. Nerds gets the opener, but Searson's still here. Oh, and Searson, he can end all their dreams. First, second, can't get the third. Position, but spotted, and it's on to Process. Sticking around, Nikodos is still low, and shush, found, fallen. Nikodos reveals himself. A smoke forward. Process, oh, just spams him through the smoke. They might go and clear him out, but they have no flashbangs. Heroic, which makes things a little bit difficult. And the Molly is on shush. They need to dry clear this corner. They need to swing together if they want the space. Nerds will go first, straight. Gib mir einen Check. es ist David. David hat 100% Playoffs in Pro League. Fun Fact. John auch. Das letzte Mal war es auch gegen Heroic. Ja, aber weil
nur einer bei. Also weil wir nur mit einem gesprayt sind. Ja. Und wir müssen besprayen, der muss ja so. Ein Mann, sie geht einmal gute Stimme. War gute Stimme. Gutes Shooting. Jeder. Geil, Alter. Amazing, wirklich Richard, Alter. Das war so key, wie du geredet hast teilweise. Ey, ich mach jetzt das, du hältst das. Ich, Alter, wie soll, das ist amazing. Wirklich. Weiß ich, was ich erst mal nicht so gut. Egal, aber wie, also, die Mentalität von uns ist amazing, Alter. Nicht, ne? Weil erstes Game und erste Welt war der erste. Ich schwöre, scheißegal. Das erste Jahr. Das gehört auch dazu. Ja, Mann. Aber wir haben uns auch im Training gezeigt, egal wie es faul ist, wir können immer zurückkommen. Wir haben ja auch gegen Griech und so im offiziellen Spiel auch schlechte Zeiten gehabt, aber es macht einer Bock. Es macht Bock. Das willst du, ja, willst du, ich hab gefragt, ob du ein Vlog sein möchtest. Hallo, Max. Hallo. Du bist der Glücksbringer. Ja. Das habe ich ihm gesagt. Ich bin fertig. Ich bin am Ende. Langer Tag. John, noch ein paar abschließende Worte für den Vlog? John meinte zu mir eben, dass er auf Ancient ohne Crosshair gespielt hat. Das ist so einfach auf jeden Fall. Abschließende Worte ist, ich hab gesagt, wir gehen Playoffs. Perfektes Ende.